Herzlich willkommen in der Hutzdorfer Kirche. Mein Name ist Johannes Wildner. Ich bin Pfarrer hier in Hutzdorf und in Schlitz. Und gerade eben haben Sie unsere Organistin gehört, Katrin Bauer. Die Welt ist bald nicht mehr zu retten. So las ich gestern auf einer Nachrichtenseite im Internet. Da haben tausende Forscher aus über 180 Ländern eine Stellungnahme verfasst, die eine düstere Zukunft unseres Planeten vorhersagt. Ich habe das Gefühl im Moment, dass viele so denken, wenn diese jetzige Krise vorbei ist, dann wird alles gut. Dann können wir an den guten alten Zeiten anknüpfen. Weil wenn wir ehrlich sind, dann beginnen eigentlich die Probleme. Artensterben, wachsende Müllberge zu Lande und wo wir es nicht sehen, im Wasser. Steigende Meeresspiegel, Klimawandel. Hitzerekorde. Ich erlebe gerade öfters Menschen, die sich darüber beklagen, dass es so heiß ist, dass wir trockene Perioden durchmachen, so gut man das verstehen kann. Aber das zeigt, wie sehr wir eigentlich verdrängen, dass der Planet sich wandelt, dass unsere Erde im Sterben liegt. Wie gehen wir damit um? Zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man verdrängt es, um wenigstens noch ein bisschen Freude im Leben zu haben, der Tanz auf dem Vulkan. Oder die andere, man verzweifelt. Man verzweifelt darüber, dass wir es Menschen so weit gebracht haben, dass dieser Planet im Sterben liegt. Weltuntergangsstimmung, Endzeitstimmung. Aber genau das hören wir ja auch in der Bibel. In der Bibel ist klar, wir gehen auf das Ende zu, auf eine Katastrophe, denn der Mensch ist nun einmal katastrophal. Aber die Bibel gibt auch Hoffnung. Denn sie redet auch von einer Zukunft jenseits dieses Endes. Die entscheidende Frage ist ja gar nicht, wann und wie kommt das Ende. Die entscheidende Frage ist, was kommt dann? Und dazu hören wir aus dem Predigtext des kommenden Sonntages die Verheißung des neuen Bundes. Sie steht beim Propheten Jeremia im 31. Kapitel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten Land zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich kenne das noch aus der Schule, aus dem Kunstunterricht.
Wenn man vor der Aufgabe stand, etwas ebenbildlich abzuzeichnen, das fiel mir immer schwer. Und dann stand ich schnell vor der Frage, ob es möglich ist, die misslungene Zeichnung noch irgendwie auszubessern oder ob man doch eher den radikaleren Weg gehen sollte, zusammenknüllen, wegschmeißen und neu beginnen. Im Leben stehen wir immer wieder vor solch einer Frage. Kann man das misslungene Retten es ausbessern oder sollte man doch einen neuen Weg gehen? Das ist vielleicht gar nicht so schwer bei einer Zeichnung oder auch bei einem Predigtentwurf. Aber was ist bei Beziehungen und Partnerschaften? Wenn man spürt, dass es nicht so läuft, wie man sich erhofft hat. Wenn da Verwundungen vorgefallen sind, die man nicht einfach mehr wegwischen kann, Narben, die bleiben. Oder wenn man im Partner etwas Abgründiges gespürt hat, was einen ängstigt. Kann man dann weitermachen? Oder muss man, sollte man dann einen neuen Weg einschlagen? Im Jahr 2018 hier in unserer Bundesrepublik betrug die Scheidungsquote fast 33%. Das heißt, auf 3 geschlossene Ehen kam eine Scheidung. Im Jahr 2005 waren es sogar über 50%. Die Scheidung gehört zu unserem Alltag dazu. Und wenn nicht vielleicht sogar Sie das durchgemacht haben, auf jeden Fall werden Sie auch in Ihrem Umkreis Menschen kennen, die geschieden sind. Wenn das also als eine Möglichkeit uns vor Augen steht und Realität ist, kann man es dann nicht auch Gott zusprechen? Die Geschichte Gottes mit dem Menschen ist eine missratene von Anfang an, eine Geschichte der fortwährenden Enttäuschungen. Dabei hat er es doch so gut gemeint und gedacht. Eine Welt in Harmonie, wo eins wie das andere da ist und man in umfassendem Frieden leben kann, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerz, ohne den Tod. Doch diese Schöpfung barg ein großes Risiko. Denn Gott erschuf den Menschen als Krone der Schöpfung, dazu erkor er ihn, und so sollte der Mensch als Gottes Ebenbild seine Liebe auf dieser Welt spiegeln und ihm in Liebe die Welt regieren, um so die Liebe auszubreiten. Doch Liebe kann man nicht befehlen. Und kein Roboter, kein Automat kann lieben. Und so schuf Gott mit dem Menschen auch die Möglichkeit, dass er eben nicht das tut, was er von ihm möchte. Und so kam es. Denn ein Mensch, der lieben kann, kann eben auch nicht lieben. Und das Misstrauen des Menschen zerriss die Schönheit der Schöpfung. Aus Segen wurde Fluch. Statt lustvoller Liebe betrügerische Bosheit. Für Gott blieb da kein anderer Weg, als wenigstens dieses Paradies zu schützen und so den Menschen daraus zu vertreiben, damit das Paradies als Sehnsuchtsstachel im Menschen wenigstens rein gewahrt bleibt. Seitdem ist die Schöpfung eine Gefallene und sie kann Gott nicht mehr wohl gefallen. Seitdem haben wir Sünder, so viele Dinge in unserem Herzen, in unserem Kopf, aber nicht unseren Schöpfer. Wenn ich nur an den gestrigen Tag denke, habe ich da an Gott gedacht? Habe ich ihn gelobt, ihn gepriesen, ihm meine Liebe bekannt? Der Tag gestern hatte 24 Stunden. Wie viel Zeit haben wir da mit ihm verbracht? Da stand Gott vor der Frage, ob er auch eben diese Welt mit diesem Menschen ausbessern kann oder letztlich doch neu anfangen muss. Was würden Sie tun an Gottes Stelle? Doch Gott ist einzigartig. Seine Wege können wir nicht verstehen, nicht begreifen. Mit unseren Möglichkeiten sind wir schnell bei unseren Grenzen. Bei Gott ist das alles anders. Und so geht auch er seinen ganz eigenen Weg. Der Predigttext, wie die Bibel ja generell, zeigt uns, Gott kann von uns Menschen nicht lassen. Er hat sich so sehr in Liebe an uns gebunden. Aber er kann auch nicht mit uns leben, with or without you.
Er kann nicht mit uns, aber auch nicht ohne uns leben. Und so geht er einen ganz neuen Weg mit uns. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie solle mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Gott wird unser Herz prägen. Er wird ihm seinen Stempel aufsetzen. Und aus diesem kalten Herz, was oft einem Stein gleicht, wird er ein fleischernes machen, das endlich mitfühlen, mitempfinden kann und endlich dann auch Gott lieben kann. Nicht auf steinerne Tafeln wie beim ersten Bund, sondern mit flammenden Lettern ins Herz hinein wird er den neuen Bund schreiben. Im Glutofen seiner Liebe wird uns Gott umschmelzen, damit auch endlich wir ihn lieben können. Ich bin dein und du bist mein. So lautet die Grundformel einer jeglichen Liebesbeziehung. Und so haben wir es auch heute gehört. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Die Verheißung, die Jeremia vernommen hat und von der wir heute hören, sie klingt wieder an in der Offenbarung des Johannes, in der großen Vision von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Da heißt es: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel, wird der neue Bund geschlossen werden mit dem neuen Menschen und dem ewig sich treu bleibenden Gott. Und das ist nicht nur eine reine Zukunftsverheißung, denn sie gilt ja nicht anderen fremden Menschen, sondern sie gilt uns. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf dem Weg zu diesem Ziel. Noch steht die Hochzeit aus, aber Gott hat sich uns verlobt. Und in dieser Verlobung können wir der Hochzeit gewiss sein. Wir kommen aus dem Paradies und gehen auf das Paradies zu. Aber auch schon hier und jetzt können wir den Duft des Paradieses atmen, wie von Myrrhe und Narde. Wir dürfen träumen und Gottes Traum auch leben. Denn wo sein Heiliger Geist in uns einkehrt, da können wir auch jetzt schon etwas spüren von dem neuen Herzen und dem neuen Sinn, von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Wir leben als Verlobte in der Freude auf die Hochzeit. Auf dem Moment, wo die Braut ihren Gemahl empfangen wird und sie eingehen in die Brautkammer, um sich gegenseitig ihre Liebe zu schenken. Da werden wir Gott erkennen, wie wir von ihm erkannt sind. Dann werden wir auch wie im Paradies ohne Scham nackt sein, ohne schützende Masken, ohne täuschende Hüllen. Dann wird Gottes neuer Bund vollzogen werden. Und dann werden wir vor lauter Lust und Freude gar nicht mehr verstehen können, warum wir damals so anders waren, warum wir damals ohne Gott leben konnten und ihm misstrauten. Aber das wird dann vergeben sein, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,
Bewahre ihre Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.